Mit einer Feierstunde wurde am Mittwoch der Umbau der denkmalgeschützten Krümerei und des Lütjehus gewürdigt. Eigentümer Bruno Steinhoff übergab die Räumlichkeiten offiziell dem künftigen Pächter Elvier de Wiesi, der in diesem historischen Ambiente ein Restaurant eröffnet. Zu der Krümerei habe ich schon immer ein besonderes Verhältnis gehabt. Mit Hochachtung habe ich dieses uralte Gebäude bewundert, begründete Steinhoff seine Entscheidung, das Gebäude vor dem Verfall zu retten. Mit der offiziellen Einweihung der Skulptur der Turmbläser von Alice Peter Osam im Garten des Anwesens klang die Feierstunde mit einem gemütlichen Beisammensein aus.